Dann Glück auf zur virtuellen Pressekonferenz mit Sören Gonta vor dem Spiel beim FC St. Pauli. Sören, am Sonntag geht's gegen deine alte Liebe, kann man sogar sagen, oder? Definitiv. Was für ein Spiel erwartest du? Ja, ich glaube, dass St. Pauli ähnlich wie wir zu Hause besser spielt als auswärts. Zumindest deutlich erfolgreicher. Und das haben sie gerade in dieser Saison wieder gezeigt. Aus meiner Zeit kenne ich noch so, da haben wir Saisons gehabt, da waren wir auswärts deutlich erfolgreicher als zu Hause, weil ja, uns scheinbar zu Hause der Druck ein bisschen zu groß war, liefern zu müssen. Diese Saison ist es andersrum. Und für uns gilt es natürlich, diese Auswärtsbilanz, die wir jetzt in der ganzen Saison angehäuft haben, zum Saisonende hin in diesen zwei Spielen natürlich bestmöglichst aufzupolieren, weil ja, es ist in meinen Augen auch nicht unbedingt erklärbar, aber wir haben jetzt noch zwei Chancen, diese Bilanz aufzubügeln und ja, noch das ein oder andere Erfolgserlebnis mitzunehmen. Danke, Sören. Dann warten wir auf die Fragen. Sebastian Sieberts? Ja, Nachfrage zur Geisteratmosphäre. Du hast am Millerntor viele Spiele mit viel Stimmung erlebt. Kannst du dir schon vorstellen, wie das Stadion leer wirkt? Naja, ich glaube, leider hat man mit der Anzahl der Spiele, die wir jetzt schon absolviert haben, eine gewisse Routine entwickelt und weiß, wie die Spiele laufen. Daher ist es natürlich für uns, für unser Coaching auf dem Platz, ist es gut, weil wir uns hören. Aber logisch ist auch, dass wir vor Zuschauern spielen wollen. Und deswegen habe ich auch in der Hamburger Presse die Woche schon gesagt, dass ich sicherlich mit einem lachenden und einem sehr, sehr weinenden Auge zurückkomme, weil das, was das Millerntor besonders macht, ist nicht nur der Club und das Ganze drumherum, sondern vor allem bei den Spielen eben die Fans. Und diese Stimmung wird mir enorm fehlen. Alleine das Hells Bells beim Einlaufen, das ist sehr, sehr schade. Und ja, nichtsdestotrotz geht es am Sonntag um 3 Punkte und die Situation ist, wie sie ist. Wir hoffen alle, dass wir nächste Saison wieder vor Zuschauern spielen. Und jetzt haben wir das aber, glaube ich, zuletzt gut angenommen und das wollen wir jetzt auch die letzten 4 Spiele noch so durchziehen. Ich würde gleich weitermachen. Ihr habt jetzt diese ominöse 40-Punkte-Marke übersprungen. Wie ist jetzt so die Stimmung in der Mannschaft? Hat sich da was geändert? Ich glaube, wir haben gerade auf jeden Fall wieder sehr konzentriert trainiert, aber natürlich war am Sonntag nach dem Spiel in der Kabine schon sehr, sehr gelöste Stimmung, das ist ganz klar. Man hat vor dem Spiel auch angemerkt, auch wenn es kein Endspiel war, also das haben wir vorher intern auch betont, wir haben jetzt kein Endspiel, es sind danach noch 4 Spiele, weil in so einem Spiel kann ja auch immer alles passieren. Aber trotz allem war natürlich die Stimmung in der Kabine sehr, sehr gelöst und ich glaube, 41 Punkte dann 5 Spieltage vor Schluss oder jetzt bei noch 4 ausstehenden Spielen, das hätte vor der Saison jeder unterschrieben. Insofern können wir da schon auch stolz drauf sein, weil das ja nach 30 Spieltagen steht man dann auch da, wo man zu stehen hat. Da ist kein Glück, kein Pech dabei. Wir sind jetzt 7., wir haben 41 Punkte. Die haben wir uns auch verdient und da können wir uns auch für auf die Schulter klopfen. Aber nichtsdestotrotz sind natürlich noch 4 Spiele und bei aller Zufriedenheit, die wir am Sonntag hatten, haben wir ab heute natürlich auch wieder die Gier, in den letzten Spielen noch einiges an Punkten anzuhäufen, weil wenn man die ganze Saison in einer Tabellenregion von, ja, sag ich mal, 4-9 oder 5-8 sich aufhält, dann wäre es doch sehr, sehr frustrierend oder sehr, sehr enttäuschend, wenn man am Ende auf 12, 13, 14 einlaufen würde. Und das ist ja in der Liga leider alles möglich. Also das kann ja sogar an einem Spieltag schon passieren. Insofern wollen wir versuchen, von den 12 Punkten natürlich so viele wie möglich noch zu holen. Sven Herold. So, wenn ich mich ankriege, jawohl. Sören, du hast gesagt, es war eine gelöste Stimmung in der Atmosphäre, in der Kabine nach dem Spiel jetzt am Wochenende. Trotzdem so eine richtige Party, die es ja eigentlich hätte geben dürfen, sollen, müssen, wie auch immer, normalerweise wäre es wahrscheinlich so gewesen, die gab es gar nicht, oder? Habt ihr irgendwie mal angestoßen, habt ihr euch mal irgendwie zusammen? Wir haben, wer wollte, auch ein Erfrischungsgetränk zu sich genommen, das ist klar. Aber, oder zu Hause habe ich mit meiner Frau auch nochmal ein Glas Wein getrunken. Definitiv haben wir uns darüber gefreut. Aber wie gesagt, die Saison ist nicht zu Ende. Und wenn wir jetzt und die Füße hochlegen würden und würden uns alle auf die Schulter klopfen und hier 3 Tage lang durchfeiern, wie auch immer das natürlich in der heutigen Zeit möglich sein soll, dann hätten wir ja nichts davon. Also wir spielen die Saison ganz konzentriert zu Ende.
wollen das maximal rausholen, um dann am Ende da zu stehen und sagen zu können, dass wir eine richtig gute Runde gespielt haben. Und dann ist, glaube ich, immer noch Zeit für das ein oder andere Erfrischungsgetränk mehr. Mach ich direkt mal weiter. Habt ihr eigentlich intern oder hast du konkret intern dir mal Gedanken gemacht oder hast du Zeit gefunden, dafür zu denken oder nachzudenken, was wäre, wenn Heimtabelle Platz 3, da haut er praktisch alles weg, was kommt, und Auswärtstabelle seid der Letzter, wenn ihr da nur ein bisschen besser wärt auswärts, ihr müsst ja nicht überragend sein, aber nur ein bisschen besser, das, was da möglich gewesen wäre? Ist eine nachvollziehbare Überlegung, aber ich bin, je älter ich geworden bin, desto mehr bin ich von diesem hätte, wäre, wenn weggekommen. Und insofern habe ich mir über das gar keine Gedanken gemacht, sondern ich blicke eigentlich, das habe ich so in meinen Verletzungspausen gelernt, ich blicke eigentlich nur nach vorne. Und deswegen mache ich mir nicht groß Gedanken, was am Wochenende war, deswegen habe ich jetzt am Sonntag auch schon wieder vergessen, sondern beschäftige mich nur mit St. Pauli. Und so ist das auch mit solchen Szenarien, weil letztendlich ist es Zeitverschwendung. Also wir können es nicht mehr rückgängig machen und es greift das, was ich gesagt habe. Nach 30 Spieltagen steht jeder da, wo er zu stehen hat. Und ich sehe es ein bisschen anders, als es zuletzt in den Medien ja auch aufgetaucht ist. Denn wir spielen schon eine gute Runde. Auswärts ist es zu wenig. Das ist unbestritten so. Und da gibt es sicherlich eine Vielzahl von Gründen. Gerade in der Hinrunde haben wir das ein oder andere Standardgegentor relativ spät auch zu viel gefressen. Was wir aber, finde ich, in der Rückrunde in den Griff bekommen haben. Insofern ist mir das alles ein bisschen zu viel Schwarz-Weiß-Malerei gewesen in letzter Zeit, weil es ist nicht, nach einem 3-0 gegen HSV sind wir auch nicht auf der Sänfte durch die Stadt getragen worden, aber es ist dann auch nicht so, dass man nach einem 0-3 in Heidenheim dann am Ende irgendwo in den Schacht runterklettern muss und sich vergraben muss. Also die Saison ist immer noch gut von uns, aber ja, das ist heutzutage, glaube ich, so. Stuttgart hat zweimal gegen WN Wiesbaden verloren. Was hätten die machen sollen? Hätten die danach komplett aufhören sollen mit Fußball? Also ich glaube, man ist hier gut daran getan. Intern haben wir das in jeder Situation, glaube ich, mit einem erfahrenen Trainer ja auch immer sehr gut aufgearbeitet. Aber extern und im ganzen Umfeld drumherum in den Medien ist man, glaube ich, sehr gut daran getan, die Kirche mal in der einen oder anderen Situation ein bisschen im Dorf zu lassen und das alles ein bisschen nüchterner und objektiver zu betrachten, als es letztendlich dann betrachtet wurde. Weitere Fragen? Sebastian Siebert? Ja, nochmal eine Frage zum letzten Wochenende, dass ihr zum ersten Mal nach der Corona-Pause zu Null gespielt habt. Wie wichtig war das für euch? Ja, enorm. Wir haben, das ist sicherlich auch ein Punkt, dass wir, wenn ich Standards anspreche oder wenn ich sage, auswärts haben wir zu wenig geholt, wir haben insgesamt, glaube ich, zu viele Gegentore bekommen. Das ist auch was wir in der nächsten Saison verbessern müssen. Da waren auch ein paar zu leichte Dinger auf jeden Fall dabei, wenn man die Standards nimmt und auch so. Von daher war das für den Kopf, fürs Selbstvertrauen und für die ganze Mannschaft sehr, sehr wichtig, dass wir den Kasten einfach mal wieder sauber halten konnten. Auch wenn wir in der einen Situation Glück hatten, weil es sehr, sehr knapp war bei Juricin, steht am Ende aber ein 1-0 da und das ist was uns auch Selbstvertrauen für Sonntag geben sollte. Für mich als Abwehrspieler ist es natürlich sowieso ein schönes Ergebnis, so ein 1-0. Ich meine, wenn es ein 2- oder 3-0 geworden wäre, hätte ich mich nicht dagegen gewehrt. Aber ein zu 0 ist für einen Abwehrspieler wie für einen Torwart immer ein schönes Ergebnis. Aber ich glaube, man hat der Mannschaft auch angemerkt, auf dem Platz und auch von draußen, dass sie das auch mit aller Macht wollte. Also ich glaube, jeder ist am Ende auf dem Zahnfleisch gegangen, weil sich jeder Spieler, ob auf dem Platz oder daneben, total in dieses Spiel emotionalisiert hat und auf dem Platz in alles reingeworfen hat, was verhindert werden musste. Insofern war das am Ende auch, finde ich, ein verdienter Sieg und auch in diesem Ergebnis verdient. Gibt es weitere Fragen? Hat die Katja Lippmann-Wagner vielleicht eine Frage? Nicht? Okay, dann vielen Dank, Sören, für deine Zeit. Kein Problem. Und viel Erfolg am Sonntag. Danke, schöne Grüße. Und schön, viel Grüße. Glück auf. Danke.